Castle Secret Stars. Okay, agree and proceed, okay. Sunshine Isles. Ja, das haben wir schon. Star 2 and 3, Secret Slide haben wir auch. Secret Aquarium haben wir auch. Castle Courtyard. Okay, Castle Courtyard. Ether of the Doors and Lead. Okay. Okay, 8 rote Münzen, die mit Boost, ja, die haben wir auch. Das Goombos-Ding. Slide down the ramp, beginning, follow. Ja, die Goombos-Sterne haben wir auch alle. Big Boo Battle. Die roten Münzen, ja, es ist auch. Secret Battle 4. To get to the secret, head into the basement and chase after the Big Boo. To get to the courtyard, to the right, along the. Ah, okay. Okay, da ist auch nur ein Stern, den haben wir. 11 und 12. Bowser in der dunklen Welt. Also, der erste Bowser wohl. Okay, okay, okay. After the. Enter the Switch Area as Mario. Was ist denn das? Achso, ah! Getting the levels 8 red coins is simple enough, but that doesn't make it easy, okay. Ah, das haben wir auch. Bowser im Feuersee haben wir auch. Hatten wir da beide? Ja, hatten wir. Gut. Okay, weiter. Chief Chili Challenge. 16 und 17 hatten wir auch. Also das mit diesem Frostding. Da hatten wir auch beide, oder? Oh Gott. The Secret Under the Moat. Was ist das denn? Okay, das Wasser wegmachen. Hatten wir da. Ja, da hatten wir auch beide Sterne. Okay, oh Gott, oh Gott. Hinter dem Wasserfall? Mhm, da die hatte ich auch beide, möchte ich meinen. Okay. 22 hinter dem. Mhm, das hatten wir auch. Over the Rainbows. Ah, die roten Münzen, das hatte ich auch. 25 und 26. Bowser in the Sky. Walk up the first long set. Mhm. Die beiden haben wir noch nicht, aber die brauchen wir auch noch nicht. Was? 8 Glowing Rabbits? Aha. Hä? If you catch 8 of these glowing rabbits, you will be rewarded. Aha. Moment. Aha. Wo sind denn da überhaupt? Ich habe noch nie diese Viecher gesehen. Oder war das einfach, weil ich die meiste Zeit nicht mit Yoshi draußen war? Kann ich nicht sagen. Ich mir auch gerade nicht. Okay. Ich glaube nämlich, ich weiß, wie ich noch einen Stern auf jeden Fall bekomme. Und zwar über leuchtende Hasen. Die vielleicht leuchten. Und wenn sie nicht leuchten, dann soll ich nochmal raus. Raus. Und dann wieder rein und dann wieder raus. Sind hier Hasen? Nein, hier sind keine Hasen. Wo sollen denn hier Hasen? Leuchtende Hasen sind eine Lüge. Sind hier denn. Hä? Ich seh hier keine Hasen. Oh, da ist einer. Ich hab einen gesehen. Wo? Ach, nirgendwo. Du bist gemein. Okay, Hasen. Hasen, Hasen, Hasen. Hallo. Hui. Aha. Achso, man kann die mit egal welchem Charakter auch einsammeln. Interessant. Aber wenn ich keine sehe. Warte mal. Nachdem man. Mhm. Hä? Okay. Man muss mal jetzt gucken hier. Und zwar, you can collect all 8 bunnies with whichever character you choose. So we've expertly devised a formula that'll get you all the bunnies the fastest. Change your character to Yoshi and step outside of the castle through the front door. At the end of the bridge, there will always be 3 bunnies. No? No. It's not like that. Da sind keine. Nö, keine Hasen. Nein. The bunnies are not there. The bunnies are a cake. Was? Da hat er auch einen Stern gehabt. Ich kenne das nicht. Aber es ist gemein, weil. Moment, nochmal raus. Und das ist von Mario, für unseren DS-Experte ist wieder da. Juhu! Scarlett! Kaum ja, gut, wieder da. Geht schon um jemand anderen. Oh Mann. Ich hab das mitgekriegt, aber ich wollte sagen, du bist auf einmal Yoshi gewonnen. Ja, ich bin jetzt Yoshi und ich hab den anderen Stern geschafft. Sehr schön. Das einzige Problem ist, ich muss jetzt Hasen finden und ich habe noch nie einen Hasen gesehen in diesem Spiel. Ja, genau, das wollte ich dir vorhin auch sagen. Mit 8 sieht man den Hasen, aber ich weiß es ja schon. Noch nicht mal der in. Hm? Nicht mal hier. Katakomben verfolgen musst? Na, das ist ja der von vom Nintendo 64-Spiel. Hier ist kein Hase. Also hier. Ja, ich bin da.
Wo? Was? Nein, du hast gesagt, hier ist kein Hase, ich bin wieder da. Achso, oh. Hallo Hase. Hallo Herr Hase. Ja, Sie sind... aber jetzt ernsthaft, ich finde hier keinen... Gibt's doch nicht. Da stehen auch Silberne, also die waren ja im Normalfall auch eigentlich freundlich oder so. Na, die waren eigentlich... Also ich sehe hier gelbe. Und manche von denen sollen wohl glitzern, leuchten. Für die Hasen musst du erstmal in den Raum vor dem Raum mit Mario, nach dem Raum mit den Charakteren. Nee, da was? Steht ein Raum. Wo also steht... Du musst in den Raum vor dem Raum mit dem Raum. Also, für die Hasen musst du erstmal in den Raum vor dem Raum mit Mario. In die Eingangshalle. Da steht ein Tod, den musst du ansprechen. Welcher? In der Eingangshalle würde ich mal behaupten, ne? Das ist doch der Raum vor dem Charakter-Select-Raum, ne? Das ist doch der Raum vor dem Raum. Ja. Mit dem Raum. Raumception. Nein. 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 Na, vielleicht meint aber... Vielleicht ist ja der Raum vor dem Raum mit dem Mario der hier. Ja, auf jeden Fall ein Tod. Wir müssen den Tod finden. Ja, hier ist kein... wieder in die Regenbogenwelt. Also hier ist ein Raum mit dem Raum... Also hier ist ein Tod. Du hast da was geschrieben? Nein. Oh nein, die Prinzessin Geheimschublade. Sie wird mir die Hölle heiß machen. Was, die Prinzessin Geheimschublade? Ah. Da ist garantiert ihre Unterwäsche drin. Schlüssel. Ah, okay, Schlüssel. Aha. Aha. Okay, jetzt habe ich den angesprochen und ich glaube, ja, das ist dann das, was... Ach, der Zuschauer freut sich auch schon. Also du hast alles richtig gemacht. Juhu! Juhu! Jetzt muss ich also nur noch diesen blöden Hasen finden. Das ist aber kein Raum vor, sondern ein Raum danach. Nee, das ist der Raum vor dem Raum mit dem Gemälde mit Mario. So. Aha. Von denen leuchtet keiner. Weg. Meine Lieblingsmission. Deine Lieblingsmission? Hasen? Ja. Hasenjagd. Gut, ich weiß nicht, was mit ihr machst, was du sie gefangen hast. Was krieg ich? Ich dachte echt, jetzt müsste ich mir die Karotten von unten anschauen. Mein ganzes Leben zu Kaleidoskop warte ich an meinem inneren Auge vorüber. Hier, nimm den Schlüssel und lass mich allein. Okay, wir haben ein Nummer 1. Du hast einen Schlüssel zu Prinzessin Peachs Geheimschublade im Spielzimmer halt. Nun kannst du weitere Minispiele spielen. Speichern und weiter. Mit der Minispiele. Oder Moment. Was ist, wenn ich dann. Also. Hä? Na. Den kriege ich nicht. Der ist zu schnell. Ah. Ja, nein, frisst mich nicht. Du musst sie fangen, bevor sie silbern sind. Bevor sie? Ja, Klingelingling? Ach so, also ist das auf Zeit oder was? Hm. Ja, die sollen ja jetzt bestimmt Goldfarben darstellen, nämlich mal, und die werden viel verfärbt oder wie? Ah. Keine Ahnung. Die ihre Super Saiyajin-Kräfte. Ja, schon möglich. Hab ich von dem Goldfisch gehört, der bankrott gegangen ist? Das ist ein Bronzefisch. Oh, dieser blöde SpongeBob-Witz. Ja, kann er mich das gerade, weil die ihre Wertigkeit verlieren. Nein, friss mich nicht, ja! Okay, so. Jetzt haben wir auf jeden Fall drei Schlüssel. Damit kannst du drei Türchen öffnen. Oh, wir sind im Adventskalender. Und das alles an einem Tag. Nee, das ist dann so, du darfst in den ersten 24 Tagen da rein. Oder in 8 Tagen, je nachdem. Muss ich also trotzdem warten. So, jetzt geht's nochmal los hier. Ah! Das ist ein glänzender. Den will ich. Ach, nicht essen, nicht essen. Ich schmecke absolut eklig. Aber mein älterer Bruder, der schmeckt gut. Ist den. Interessant. Was kriege ich hier? Ich dachte, ich wäre Geschichte. Ich habe nichts, was ich dir geben könnte. Ich kann nicht glauben, dass du mich gefangen hast. Ich bin der zweitschnellste von uns 8 Brüdern. Ich lüge nicht. Aha, einer von den 8 ist das. Ach so, du musst wirklich nur Silberne fangen. Ja. Ah. Glänzende Kaninchen. Du musst noch 7 fangen. Albino-Hase. Ja. Im Grunde. Das ist kein glänzendes Kaninchen, das ist einfach bloß der Heino unter den Kaninchen. Guck mal, der Hase fragt das Essen. Ja. So, und jetzt müssen wir echt... Gebraucht. Tja. Na, no, keiner. Aber trotzdem, das soll wohl die einfachste Möglichkeit sein. Oh, das dauert jetzt länger als alle anderen Sachen. Ich wollte den auch noch einfangen, damit du die Schlüssel kriegst für... Ich brauch nur einen. Also wenn Bowser dir gerade zuschaut, der muss sich auch denken, was du da machst, dass du alle ein paar Minuten ins Schloss kommst und wieder raus bist. Das ist eine blöde Frage, oder? Ich hab gerade, ich bin gerade 4 Sterne von 100% entfernt. Oh, keiner von denen ist so. Du müsstest jetzt sagen, bei 149 Sternen so LP beendet. Yoshis Kurzzeitgedächtnis ist für ein allerwertes Nigel. Raus, hab ich ihn nochmal gelassen, gibt er rein. Nee, ist aus. Geht er raus, hab ich ihn nochmal gelassen, gibt er rein. Ja, jetzt ist immer, wenn ich das Licht an hab noch. Ich kenn das. Komm schon. Also ein schöner Hase, komm, ich zeig den richtigen Hase. Ich finde den Rest der Welt abgesandt. Also wenn das jetzt so weitergeht, dann versuche ich es doch anders, weil ich versuche es jetzt noch 3 Mal rauszugehen und wenn die dann immer noch nicht einen weiteren,
Nummer 1. Und du kommst nicht mehr raus. Im Internet lauern ja nur kriminelle Leute, ne? Ja, wie wir. Alle vier. Ja, deswegen rückt mal eure Kontodaten raus, damit wir sie leerräumen können. Hi. Hi. Einfach so random reingestreut. Oh Mann, das ist so schlimm. Ich meine, ich soll Hasen sammeln und dann ja, auch noch welche, die... Zum Glück hat die Tür keine Glocke, ja. Aber die glänzenden Hasen sollten Glocken haben, das filmen wir so schneller. Blip, blip, blip. Okay, einmal noch. Und wenn dann kein glänzender Hase ist, dann sage ich, das klappt so nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist doch nicht meine Lieblingsmission. Weiß gar nicht, woanders liegen würde. Okay, kein glänzender Hase, ich versuche einfach mal so durch das Schloss zu gehen. Kannst du so einen Hasen eigentlich auch verschlucken? Fang mal einen Hasen und fress ihn. Ja, wenn... Nee, Moment, ich bin kein Kirby. Nee, aber du bist ein Yoshi, der kann auch die Dinger fressen. Ja, aber... Gibt ja doch immer ein Ei. Dann werden Eier draus, ja. Ja, also bitte. Mach mal. Ist hier ein Hase? Nein. Ach, komm schon. Irgendwo müssen die auch... Also in den Katakomben ist bestimmt einer. Mindestens. Draußen sind, glaube ich, auch noch mehr als nur die drei. Mal gucken. Aber erstmal gehe ich runter. Ab in den Keller. Ab in den Keller mit dir. Hier drin vielleicht ist hier ein Hase. Hallo Hase, nein. Hi. Hasi, 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 Hasi. Oh, das schlimmste Kosename. Hasi, Schatzi. Mausi. Ich mag Mausi. Ich bin irgendwie dämlich. Oh, ja, das war normaler. Oh, so ein Hase. Ja, noch so ein normaler auch noch. Also ein normaler. Ja, echt, Ostern ist doch vorbei, ja. Bist die Livestream-Aufnahme? Bist die Livestream-Aufnahme? Ja, vielleicht muss ich ihn mal fressen, damit ein neuer kommt. Bis die Livestream-Aufnahme öffentlich ist für alle, ist wieder Ostern, keine Sorge. Was? Jemand hat gesagt, Hase, Ostern ist doch vorbei. Juhu! Bla bla bla, speichern und weiter. Ich brauch wenn doch wir, diesen blöden Schlüssel gar nicht. Wenn Yoshi einen Hasen frisst, sind sie ein Ostereier. Gute Frage, ja, eigentlich schon. Gute Frage, nein, bloß nicht. Nur eigentlich, sondern absolut. Ja, das sind dann Ostereier. Keine Frage. Ah, da ist ein Häschen, das will ich aber nicht. Ich will ein Häschen, was ich haben will und nicht ein Häschen, was ich nicht haben will. Ich persönlich muss sagen, ich habe alle Hase an Charakteren gefangen und ab und an sind dann die Weisen aufgetaucht. Ich weiß sie fast auswendig, aber das beschreiben würde dauern. Ja, das dauert ja so oder so, also von daher... Wie auswendig, weil ist das denn... Gibt's denn da wirklich Locations, wo die immer auftauchen? Aber ich... Das ist doch random. So das ist doch Randall. So Hasentreffpunkte irgendwie. Sind meist im Verstecken, ja. Merkt man. Vielleicht werden Hasen auch erst silber, nachdem du das erste Mal gefressen hast. Weil wir die Farbe rausgezogen haben aus ihrem Fell, oder wie? Ja. Also ist Yoshi dieser Dämonenhase, der einmal im Jahr überall Eier versteckt. Der Dämonenhase. Der ist schon der beste Part, das fällt prozentual fast bei jedem dritten Wort das Wort Hase. Ja, also Hase, ich finde Hase, dass dieses Hase Let's Play definitiv Hase, zu wenig Hase, beinhaltet. Hase. Ah, oh, da ist noch einer. Dann fresse ich den auch mal. Blum. Ich will keine Schlüssel, ich will Hasen. Wenn der Hase denn aus Yoshis Mund spricht, müsste er denn nicht wie Yoshi klingen? Wie klingt denn Yoshi? Die Stimme war jetzt immer nicht, aber ich will dafür noch ein paar Zuschauer halten. Kann Yoshi überhaupt reden? Ich glaube nicht. Ich glaube eher nicht. Ey, gut, der macht ja diese Laute immer, aber richtig reden kann man nicht. Ja, sowas. Yoshi! Hase! So, ich versuch's doch nochmal da rauszurennen. Er ist wie ein Pokémon, der kann nur seinen Namen sagen. Yoshi! Yoshi, Mann. Ah, oh, erstes Pokémon der 7. Generation gelegt. Yoshi. Ah, der ist auch nicht. Tut mir leid. Macht nix. Ich wollte ja wissen, welches ist. Oh, da ist einer. Da ist einer. Ich will ihn. Das ist meiner. Ist sie Häutchen und Braten, ne? Ja. Ey, das dauert aber dann ewig. Das sind doch nur noch 6. Nur noch. Wer kam auch auf diese Idee? Ich meine, ich fand die Zahl 3 immer besser in Spielen. Ja, warum 8? Weißt du, wer auf so eine Idee kommt? Nintendo! Ja, unter anderem. Das ist künstliches Strecken. Ja, finde ich auch. Also das gab's in diesem Spiel jetzt aber schon öfter. Wobei ich ja eigentlich Super Mario 64 besser fand in der Hinsicht. Das war nicht so künstlich gestreckt. Zumindest kam es einem nicht so vor. Im Gegensatz zu hier. Sag ich doch, du versilberst die mit dem ersten Mal fangen. Aber der hier ist nicht silbern. Ich finde das Wort sehr schön. Du versilberst die, finde ich sehr schön, die Formulierung. So, das der heißt, kann jetzt aber nichts geben. Das heißt, Yoshi hat Silbersabber. Silbersabber. Ach, sabbelt doch nicht.
Das ist ja nämlich in dieser eine Geschichte da, wo jemand alles zu Gold macht, wenn das nur berührt. Midas. Genau, Midas Touch. Midas Touch. Der heißt mit Nachnamen Touch. So, und da hinten war kein Hase. Da ist aber ein Item aus, Touch Mahal. Binding of Isaac. Aus Touch Mahal. Jeden Gegner, den er anrempelt, der wird zu Gold. Wenn du den kaputt machst, lässt er ganz viele Blüten frei. Yoshi mit der Silberzunge. Yoshi mit dem Silberblick. Was? Ich hätte die Mission heißen müssen, Yoshi mit der Silberzunge. Oder je nachdem, wie man spielt. Yoshi mit den Scherenhänden. Marius Touch. Ja, das ist die Anfangsbuchstabe, stimmt, ja. Mhm. Hier ist auch nichts. Okay. Es muss doch irgendwo mal so ein Hase auftauchen. Auch hier oben. Oder ist das, nee, im Schloss sind die immer. Hier aber, bitte, irgendwo. Nein. Wo sollen die denn noch sein? Ich meine, ich hab doch nicht mehr als... Reden ist... Hasen sind Gold. Endlich hast du es verstanden. Ja. Ist hier oben vielleicht dann noch. Oder sind die wirklich nur an diesen einen Orten, zwei Orten? Fangen und ablecken.